Hallo und herzlich willkommen zum Uploadplan diese Woche, Oktoberwoche 1, vom 3. Oktober bis zum 9. Oktober 2016, Montag bis Sonntag, hier vom südesmeraldischen Fernsehen, wie das Layout vom Delfino. Link dazu oben in der Infocard. So, die folgende Woche hat folgenden Uploadplan. Montag bis Sonntag gehen die Minecraft Staffel 6 weiter. Von Folge 267 bis Folge 273 ist der Plan. Euro Truck Simulator fällt aus. Ein extra Projekt, was ich jetzt dazwischen quetschen konnte, steht nur zur Hälfte fest. Das ist Life is Vital Forest Village. Das kommt dann immer montags, mittwochs und freitags. Ab nächste Woche definitiv. Und muss ich ehrlich sagen, weil viele fragen sich bestimmt, Euro Truck Simulator lief doch ganz gut. Die letzten drei Folgen habe ich auch auf nicht gelistet gestellt. Grund dafür kann ich euch aber auch nicht sagen. Also der Grund dafür, das bleibt geheim. Und diese Woche ist ja am Wochenende wieder Formel 1. Das große Rennen von China steht an. Das letzte Rennen habt ihr eigentlich ganz gut angenommen. Sogar das Qualifying. Sodass ich mich dazu entschlossen habe, das Blitz-Qualifying doch stehen zu lassen. Im ersten Wochenende war auch ein Blitz-Qualifying, möchte ich ganz kurz mal anäußern, aber das hat 90 Minuten gedauert. Das war wahrscheinlich nicht so der Plan. Beziehungsweise kommt jetzt auch das Wetter-Update nicht mehr punktaktuell. Ich weiß nicht, ob ich das zeitlich wirklich schaffe, weil das zu produzieren ist schon sehr aufwendig und ich hatte dieses Wochenende schon genug zu tun. Denn ihr habt bestimmt mitgekommen, dass jetzt heute, also am Montag des 3.10. das letzte Show rausgekommen ist, und zwar so gegen 7.30 Uhr. Das Problem war nur, ich musste meine ganze Nacht einen Rechner anlassen. Ich habe das gegen 23 Uhr fertiggestellt und dann stand eben da, ist in einer Stunde hochgeladen. Easy peasy. Also so, was waren das, 55 Minuten für ein 1 Stunde 13 Video. Das war schon ganz gut, nur dann wahrscheinlich irgendwann in der Nacht ging mein Upload ein bisschen in den Keller. So, dass ich heute früh, wo ich auch vergessen habe, mein Arbeitswecker auszustellen, der mich natürlich 4:45 voll aus dem Bett geweckt hat. Habe ich erstmal ausgestellt und da musste ich feststellen, dass das Video noch 2 Stunden hat. Dann eine Stunde später, da waren es auch schon wieder 2,5 Stunden. Und ja, deswegen ist es wahrscheinlich ein bisschen später rausgekommen als gedacht. Diese Woche kommt natürlich kein Let's Show raus, das kommt nur einmal im Monat. Ich möchte nur noch kurz was dazu sagen, dass wir gerade das Netzwerk, wo ich drinne bin, wo auch der Hundskrab Community Server läuft, dass das gerade offline ist, aus folgendem Grund: mir wechselt den Anbieter. Das wollte ich nur mal schnell noch äußern. Und nicht, dass ihr euch wundert, dass ihr nicht auf den Server kommt. Hab nämlich schon wieder über 20 Anfragen bekommen, warum denn der Server schon wieder aus ist. Aber er ist nicht aus, sondern wir wechseln das Netzwerk, wir wechseln den Anbieter. Genau. Minecraft die Insel 2, das Hardcore Adventure, das geht auch weiter, aber da wird wahrscheinlich in diesen Tagen jetzt so nichts kommen. Ich werde versuchen, dass ich da mal ein bisschen weiter produziere, denn es ist so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Genauso
sehr, das habe ich jetzt vergessen, ganz vergessen, nur reinzuschreiben, dass das Projekt Minecraft Adventure Map in den Hintergrund geraten ist. Die Adventure Maps will ich natürlich auch weiterführen. Und wenn ich Lost Worlds Staffel 2 beendet habe, kommt natürlich auch eine neue Adventure Map, die ich mir raussuche oder mir wird was empfohlen. Und ja, wie es denn eben dann so weitergeht, meine lieben Freunde. Der Uploadplan kommt am Sonntag gegen 20 Uhr. Ich habe es gestern Abend leider nicht wirklich schaffen können, weil das muss ja auch noch durch den Renderprozess und da gerade das Wenzel Let's Show gerendert hat, konnte ich das nicht parallel laufen lassen. Und ich wollte dann nicht noch extra den Movie Maker anschmeißen, denn da wird das Projekt hinten raus noch größer. Und ja, ich bleibe schon bei meinem Camtasia Studio, was ich auch benutze. Ich nehme ja auf mit OBS und render mit Camtasia Studio. Bin ich auch sehr zufrieden mit. Genau. Der Uploadplan kommt Sonntag 20 Uhr. Und zwar vom 10.10. bis 16.10. Nächste Woche bin ich noch zu Hause. Dann vom 17. bis zum 30. bin ich da, also die 2 Wochen. Das heißt, Wochenenden bin ich auch zu Hause. Nur vom 17. bis 21. und 24. bis 28. werde ich wahrscheinlich vorproduzieren müssen, weil ich keine Chance habe, da irgendwas hochzuladen. Deswegen stört euch das nicht. Ich habe dennoch die Möglichkeit, darauf anzuworten. Also ich habe immer noch mein Handy mit, wo ich sagen kann, ja, ich kann antworten und ich kann auch Fragen beantworten. Und wir können uns nur nicht auf TS treffen. Das ist das einzigste Manko dabei. Und ab nächste Woche habe ich mir vorgenommen, da ETS wegfällt. So, hier, mein Zettel. Den habe ich ganz vergessen. Warte mal kurz. So, hier ist er. Hier steht drauf, nächste Woche. Ich kann ja schon mal ein bisschen was vorsagen, aber es kann sein, dass es sich nochmal ändert. Ne? Das kann ja sein. Eben Dienstag Limbo Folge 11, Donnerstag Limbo Folge 12. Dann Montag, das ist der 10.10., kommt eine Folge ATS. Am Mittwoch Forest Village. Und am Freitag kommt ein Testprojekt. Und dieses Testprojekt kann entweder in einem Livestream stattfinden oder auch nicht. Denn ich bin ja 2 Wochen danach nicht da. Deswegen spricht sich ja ein Livestream auch an. Deswegen kann es wahrscheinlich sein, dass wir dann Life is Strange weiterführen. Ich habe mir ja nämlich ein bisschen Gedanken gemacht. Und mir hat jemand gesagt, du hast doch auch Life is Strange gespielt. Kannst du mir das weiterempfehlen? Ich so, natürlich. Ich habe es schon einmal durchgespielt. Und deswegen habe ich mir dann so gedacht, wenn war denn das? Es war gestern, nee, gestern. Ich mit meinen gestern. Das war am Donnerstag letzte Woche im Zug mit dem Kumpel. Da hat mich das gefragt. Sind mir so irgendwie über Schicksalsschläge darauf gekommen. Ja, ist auch egal jetzt mal, lieben Freunde. Ich treibe das Informationsvideo schon viel zu lange in die Länge. Müsste mal in ein FAQ, ein Fact-Video machen. Aber dazu zur späteren Stunde. Wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Heute ist, ich wollte gerade sein Erntedank, nee, der war gestern. Heute ist der Tag der Deutschen Einheit, der 3.10. Heute ist Feiertag. Manche müssen trotzdem arbeiten. Toi, toi, toi für die, die arbeiten müssen. Bei uns regnet's, ist Wolkenverhang, sind 12 Grad, ist die Top-Temperatur schon heute. Wir haben es gerade mal 9 Uhr. Ja. Noch einen wunderschönen Tag, meine lieben Freunde. Tschüsselü!